Es war natürlich frustrierend für mich, dass ich am Wochenende durch die Gelbsperre nicht mitspielen konnte oder selber am Platz stehen konnte. Deswegen hatte ich beschlossen, die Jungs zu besuchen und mit nach Leverkusen zu kommen am Sonntag. War dann auch vorm Spiel in der Kabine. Konnte den Jungs ein gutes Gefühl geben, nochmal abklatschen, jeden motivieren. Hat dann am Ende leider nicht geholfen, aber für mich war das so ein bisschen Zeichen setzen. Wir sind eine super Mannschaft, eine geile Truppe, geiler Spirit, macht jeden Tag Spaß, ins Training zu kommen. Und ich glaube, das ist dann auch ein schönes Zeichen, wenn man eben trotz Auswärtsreise und trotz Gelbsperre dann trotzdem beim Team ist. Ja gut, ich glaube, meine Emotionalität und mein Spielstil oder meine Art am Platz, die macht mich einfach aus. Ich glaube, für die Fans ist es auch immer super, wenn die Spieler interagieren, wenn die am Platz zeigen, dass sie die Fans auf den Rängen spüren, fühlen und einfach auch hören wollen. Deswegen bin ich einfach ein Fan davon, auch mal in einer ruhigen Minute am Platz, wenn man gerade eine gute Aktion hatte, die Fans mitzunehmen. Einen selber pusht das dann auch brutal. Aber auch untereinander in der Mannschaft den Jungs ein gutes Gefühl zu geben, abzuklatschen, sich hochzuhelfen, machen einen Foul. Das sind so Kleinigkeiten, die machen es aus. Und auch wenn man mal verliert, natürlich wichtig, dass man untereinander im Team klar bleibt, dass man sich gegenseitig wieder motiviert fürs nächste Spiel. Und da ziehe ich viel Kraft raus. Ja gut, für mich war das natürlich besonders, dieses Jahr zum ersten Mal Champions League zu spielen mit RB Leipzig. Das war ein persönliches Highlight, dann die Hymne zu hören, die ich sonst immer nur von der Couch gekannt habe. Ist natürlich ein ganz spezieller Moment meiner Karriere, deswegen genieße ich den nach wie vor. Jedes Spiel habe ich, glaube ich, gegrinst bei der Hymne. Ist was ganz Besonderes für jeden Fußballer, glaube ich. Jeder will die Hymne mal hören und am Platz stehen. Und genauso groß ist natürlich der Ehrgeiz auch nächstes Jahr und in der nächsten Saison Champions League zu spielen. Und das ist unser Ziel als Team, mein persönliches Ziel. Und da werden wir alles dran geben, in den nächsten Wochen, in den letzten Spielen, dieses Ziel wieder zu erreichen und nächstes Jahr wieder die Hymne zu hören. David Raums, Bundesliga Debut, 23 years of age. And he did admit that this is a dream come true, one he has been working towards for several years, a chance to feature in Germany's top flight. And here he is today, making his bow. Ja gut, ich glaube, gegen seinen alten Verein zu spielen, jetzt am Wochenende gegen TSG Hoffenheim, ist natürlich immer was Besonderes. Ich habe persönlich nur ein Jahr zwar dort gespielt, aber besonders viel erreicht dort, habe Hoffenheim auch viel zu verdanken, habe meine erste Bundesliga-Saison mit Hoffenheim gespielt. Daher natürlich auch eine besondere Connection. Man kennt den einen oder anderen natürlich auf dem Platz an Spielern, aber auch insgesamt im Verein. Deswegen freut es mich persönlich, die alle wiederzusehen. Aber insgesamt, wenn man dann am Platz steht und ist angepfiffen, dann gibt es keinen Freund, dann gibt es nur Gegner. Und dann probiert man natürlich seine Höchstleistung zu bringen. Und dann kann man nach dem Spiel vielleicht mal kurz in die Kabine und quatschen mit dem einen oder anderen. Na gut, dass diese Saison bei Hoffenheim nicht so gut läuft, kann man nicht immer so genau bestimmen, glaube ich, im Fußball. Ist natürlich eine super Truppe mit mega individueller Qualität. Ein paar Jungs kenne ich ja selber noch. Dass man dann mal abrutscht, ist manchmal unerklärlich. Ich persönlich wünsche es ihnen auch nicht, dass sie absteigen, sondern dass sie da unten rauskommen. Und dass sie es schaffen, sich zu straffen. Jetzt am Wochenende natürlich nicht gegen uns, da werden sie nichts holen, wenn es gut läuft. Und aber insgesamt natürlich kann man sich nicht immer erklären, warum es dann mal schlecht läuft in der Saison. Aber ich drücke Ihnen die Daumen, dass Sie in der Bundesliga bleiben. Na gut, in allererster Linie ist jetzt das Spiel am Wochenende natürlich wichtig, um in der Liga die nächsten Punkte zu sammeln und da oben zu bleiben, den nächsten Schritt zu gehen. Deswegen hat die Liga natürlich Vorrang. Dann natürlich auch das Ligaspiel gegen Freiburg. Wir wollen unsere Ziele erreichen, wie gesagt, die Champions League. Nächste Saison wieder spielen zu dürfen. Und der DFB-Pokal, das ist natürlich auch ein Ziel, den zu verteidigen. Deswegen sind natürlich beide Spiele brutal wichtig. Aber Bundesliga geht natürlich erstmal vor, dass wir da unseren Champions League-Platz sichern. Aber nach wie vor ist natürlich klar, dass wir auch den Titel verteidigen wollen. Und ich persönlich das erste Mal den Titel holen will und mit den Jungs laut Erzählung eine geile Feier haben will. Ja gut, ein DFB-Pokal-Halbfinale, ich glaube, da braucht man nicht viel drum herum reden, dass das natürlich ein sehr besonderes Spiel ist. Für mich persönlich bin ich noch nie so weit gekommen im DFB-Pokal, deswegen will ich, wenn ich schon so weit gekommen bin, natürlich auch ins Finale kommen. Das wäre dann natürlich ein Wahnsinnsmoment und geil natürlich im ersten Jahr mit RB Leipzig direkt um den Titel zu spielen in einem Finale. Deswegen werde ich persönlich natürlich mich bestmöglichst aufs Spiel vorbereiten, um dann alles geben zu können, wenn ich auch auf dem Platz stehen darf. Und genauso werden wir es auch als Team angehen. David ist ein Junge von uns, es ist mein Junge. Wir werden ihn unterstützen, wir werden ihn besser machen, wir werden einfordern. David möchte gerne selber
mehr Tore vorbereiten, mehr Scorer haben, aber dahin werden wir ihn auch bringen, gar keine Frage. Ja gut, der Trainer hat natürlich recht mit seiner Aussage, dass ich selber sehr selbstkritisch auch mit mir bin, mit meinen Leistungen. Ich glaube, deswegen bin ich auch da, wo ich jetzt bin und konnte diese Schritte gehen in den letzten 2 Jahren, weil ich eben selten zufrieden bin mit mir und meiner Leistung. Ich persönlich sehe natürlich Steigerungspotenzial in meiner Leistung, auch hier bei RB Leipzig. Bin aber froh, dass ich jetzt gut angekommen bin in meinem ersten Jahr. Fühle mich hier brutal wohl, auch mit den Jungs, mit allem drumherum. Ist ein super Verein, wenn man sich wohlfühlen kann. Und ich hoffe natürlich, dass ich noch mehr mit Leistung zurückzahlen kann. Und dafür werde ich alles tun und immer alles reinhauen für den Verein.